Linda Trevin ist am Boden zerstört und weiß, dass ihr Leben nie wieder so sein wird wie früher. Sie musste die schlimmste Erfahrung, die eine Mutter überhaupt machen kann, am eigenen Leib erfahren. Mit gerade einmal 13 Jahren nahm sich ihre Tochter das Leben. Grund für den Suizid war die vorangegangene Zeit, in welcher sie Opfer von Mobbing, Gewalttaten und sogar einer Vergewaltigung wurde. Die Mutter musste mit ihr umziehen, doch trotzdem litt sie weiter. Sie war emotional so am Ende, dass sie keine Zeit mehr mit Freunden verbringen konnte und auch die Schule war für sie nicht mehr betretbar, ohne an die vergangene Zeit erinnert zu werden. In einem offenen Brief wendet sich die Mutter nun an die Täter. Cassidy war zu dem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt und obwohl ich fast 2 Jahre verzweifelt versucht habe, sie am Leben zu erhalten, kam sie nie darüber hinweg. Obwohl ich mit ihr umgezogen bin, konnte sie nie mehr zur Schule gehen. Sie konnte nicht mehr mit Menschen zusammen sein. Ein ganz normaler Einkauf in einem Laden endete oft mit Tränen und Panikattacken. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ihr wisst, wer ihr seid und die Polizei weiß, wer ihr seid. Ich hoffe, dass das Wissen darüber, was ihr angerichtet habt, euch für den Rest eures Lebens verfolgt. Mit dem Brief hofft sie, dass sie Missstände auf Schulen aufdecken und andere Mütter warnen kann, bevor es auch dort zu spät ist.